sehe, wie es hüpft und putzt, wie rollende Melonen. Keiner von uns weiß, woher das Wasser kommt. Wäre es nicht lustig, da wir heute nichts Besonderes vorhaben, bis zu seiner Quelle hinaufzugehen? Wenn er unversehrt zu uns zurückkehrt, soll er unser König sein. Warum nicht du, Krasse? Warum nicht du? Und dennoch feiern wir Feste in gesegneten Erdenwinkeln, sind weder dem Einhorn noch dem Phönix untertan, noch beugen wir uns den Geboten irgendeines Menschenkönigs. Aber Yama, der König des Todes, liegt auf der Lauer. Sterb. Ich? Nein, nicht ich. Ich nicht. Ich habe gehört, man sagt, es gibt drei Arten von Wesen, die Yama, dem König des Todes, nicht untertan sind. Ja und? Unsterbliche Weise. Diese drei stehen jenseits von Geburt und Zerstörung. Ja, und wo findet man die? Hier auf Erden? In uralten Grotten. Auf heiligen Inseln. Zwischen verzauberten Höhlen? Oder jenseits der See? Und so bestieg sie Lady Monkey. Hallo? Hallo?
denn hier los? Hallo? Hallo? Ist da niemand? Wo bin ich hier? Was? Bei Yama, dem König des Todes? Wie? Im Land der Finsternis? Was, wie? Meine Zeit ist abgelaufen. Meine Zeit ist abgelaufen. Lächerlich! Ich, Lady Monkey, bin der mächtige König des Berges der Blumen und Früchte. Ich, der große, weise, leere Gewahr, ich bin unsterblich. Ich falle nicht mehr unter die Gerichtsbarkeit des Todes. Was soll dieser Unsinn? Ja, wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Was? Ich habe keine Ursache, mich aufzuregen. Wie? Es handelt sich möglicherweise um einen Fall von Identitätsverwechslung. Denn die Welt ist groß und es lässt sich nun einmal nicht vermeiden, dass mehrere Personen den gleichen Namen tragen. Was? Wie? Die Totenrichter, ihre Beamten haben möglicherweise, eventuell, vielleicht einen Fehler gemacht. Blödsinn. Ein altes Sprichwort sagt, Richter irren, Gelehrte irren, aber Beamte irren sich nie. Ich möchte hiermit nochmals eingehend zur Kenntnis bringen, dass ich dank meiner eigenen Leistungen eine Unsterbliche geworden bin. Her mit dem Register der Lebenden und Toten. Ah, wie Affen. Stichwort Seele 3150. Abstammung Naturprodukt. Kennzeichnung steinerner Affe. Lebensspanne 342 Jahre. Ein friedliches Ende. Ein friedliches Ende. Ich habe kein Ende. Ich habe keine Lebensspanne. Her mit dem Pinsel, damit ich alle in dieser Liste angeführten Affen streichen kann. Hier und da und da und dort. So, das wäre erledigt. Jetzt hat niemand mehr Gewalt über uns. Mich? Und
Dieser Gegner, pardon, diese Gegnerin. Diese Gegnerin erwies sich als außerordentlich mutig und stark für eine Frau. Und diese Gegnerin kennt kein Pardon. Go, go, go! Das hohe ganze Menschheit steht auf dem Spiel! Dazu gebracht hatte, für ihn, also mich, den Jadekaiser, der Cleaner zu sein. Es war die Situation. Ich hatte keine Wahl. Ja, was sollte ich denn tun? Ihr Hass erfüllte Brief versenkte alle meine Bedenken. Sie nötigte mich zur Gegenwehr. Ihr Lang, der starke Mann, ruft jetzt alle seine Kräfte zusammen! Anblick völlig außer Fassung gebracht. Unsere Offiziere gerieten in Panik und konnten ihre Schwerter nicht mehr gebrauchen. Es war, wie wenn bei Nacht eine Eule schlafende Vögel aufscheucht, deren flatternde Panik den Sternenhimmel erfüllt. Hilfe! Hilfe!